Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Walkthrough. Wir sind auf der PlayStation 2, wie ihr unschwer erkennen könnt, und wir spielen ein Spiel, was ich schon so ein bisschen länger mal im Blickfeld hatte, das mal durchzuspielen. Es ist ein Spiel, wo es um ein großes und bekanntes Hip-Hop-Plattenlabel geht. Keine Angst, es ist kein Musikspiel, sondern was ganz anderes. Ja, wir spielen Def Jam Fight for New York oder Fight for NY, wie es hier heißt. Ja, eine Mixtur, sag ich mal, aus Wrestling-Spiel und Arcade-Kampfspiel, von niemand Geringeren entwickelt als der bekannten Aki Corporation. Die Leute, die sich mit Wrestling-Spielen auskennen, denen wird dieser Name sicherlich was sagen, denn das ist dasselbe Entwicklerstudio, was die EA Games N64 challenge Wrestling-Spiele entwickelt hat. everything. Also nicht alle, sondern eigentlich die wirklich guten. Wie WWF No Mercy, WrestleMania 2000, WCW NWO Revenge und WCW NWO World Tour. Ja, und da sehen wir schon einige bekannte Gesichter, mit dem was hier zu tun kommt. Also es geht hier nicht ausschließlich nur um Musikkünstler, sondern auch einige Schauspieler, Models und so weiter sind hier mit dabei. Und es ist auch nicht einfach ein Arcade-Spiel, also wir prügeln uns hier nicht durch diesen Arcade-Turnier, sondern das Spiel hat auch einen Story-Modus, in dem es ja mit so auf Cutscenes und so weiter darum geht, wie der Name schon sagt, wir kämpfen um die Herrschaft in New York. Also wir kandidieren nicht als Bürgermeister, sondern machen das auf einer anderen Weise, auf einer ziemlich brutalen Weise. Und ja, freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Hab echt Bock, dieses Spiel mal wieder zu spielen. Wahrscheinlich ziemlich eingerostet und wie ihr schon seht, geht es hier relativ brutal zu. Also das Spiel hat auch nicht umsonst keine Jugendfreigabe erhalten. Fight Club Vibe geht da nicht umsonst auch direkt angelehnt. Daran wird nicht umsonst angelehnt. Naja gut, so, Def Jam, Fight for New York. Auf geht's, würde ich da mal sagen. Kleine Sache noch, ich habe in Voraussicht sämtlichen Ton hier in den Menüs ausgestellt. Aus dem ganz einfachen Grund, weil dieses Spiel nutzt natürlich voll lizenzierte Tracks, wie ihr hier an dieser Playlist hier seht. Und die habe ich alle ausgestellt, um Copyright und so weiter und so fort da Probleme aus dem Weg zu gehen. Ja. Hab schon gesagt, also wir spielen den Story-Modus und natürlich die ganzen Musikkünstler und dergleichen, die werden alle natürlich von ihren Originalvorbildern vertont. Das ist ja ganz klar. Ich will auch mal schnell hier die Optionen durchschauen. Ja, ich spiele mal auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Der Rest kann eigentlich so bleiben. Und dann würde ich mal sagen, auf geht's mit dem Story-Modus. Eben schnell warten. So, wir wollen eine neue User-ID erstellen. Was nehmen wir denn mal als Namen? Maverick nehme ich nicht nochmal. Das ist ein älteres Profil. Sagen wir mal Schein und fertig. So, und dann wollen wir nochmal schauen, was die Story dieses Spiels so zu bieten hat. Wenn sie denn mal anfängt. Ah, okay. So, Electronic Arts präsentiert. EA ist der Publisher, falls das noch nicht gemerkt habt. Method Man, Snoop Dogg, Sticky Fingers, Redman, Ludacris, Busta Rhymes, Fat Joe, Danny Trejo. Sehr, sehr geil, dass der hier dabei ist. Ich liebe den Schauspieler. Ist auch wahrscheinlich der Gegner, der mir am häufigsten die Fresse einschlagen wird. Sage ich nur schon mal in Watch your head. Meister voraus. Und Chris Judge. Ja, für alle, die das neue God of War gespielt haben und das mit der englischen Vertonung gespielt haben, dem wird die Stimme You messed up, D-Mob. Yeah. Who's gonna dem put my Kollegen kid hier through da college bekannt now, vorkommen. huh? Don't worry. Someone else will come along and take his place. Ain't that right? Look out! Oh Gott.
nicht nach einem inszenierten Unfall aus. Da verwirft jemand dem guten D-Mob wohl zur Flucht und ja. A car came out of nowhere. I barely got a look at the guy. Just try your best to remember. Take a look at the mugshots. Ja, und das ist jetzt unsere Chance hier oder unser Start in die Story. Wir müssen einen Charakter erstellen. Do you see anyone here that looks like the perp? Der so aussehen soll wie die Person, die D-Mob zur Flucht verholfen hat. Wir können das natürlich auch dem Zufall All überlassen. Right, here we go. Oder beziehungsweise das komplett von vorne machen. So, sagen wir mal, ja, 5 Fuß 11, ja, ein bisschen zu fett sollte er nicht sein. Ja, sagen wir mal so 190 Pfund. Ja, Body Type lassen wir mal bei M. Okay. Let's get to work on his face. So, Hautfarbe ist natürlich ein komplettes Weißbrot, ist ja ganz klar. So, Gesichtsform. Bisschen kantiger vielleicht. So eine richtig flachen Birne. Oder? Ja, da kann man wieder stundenlang verbringen. So, Augen. So, müssen wir schon leicht, leicht gefährlichen Blick haben. Ja, das passt. Und, ja, nehmen wir grau. So, Augenbrauen. Oh Gott, nee, nicht so der Katsuya Mishima. Ich glaube, so die Standarddinger tun es eigentlich, oder? Oder die? Ja, komm, nehmen wir die Standarddinger. So, Nase. Einen schönen Zinken brauchen wir noch. Jetzt scheiße, dass man den Kopf so nicht drehen kann. Wahrscheinlich wird es wieder so eine Nase erwischt, die irgendwie so einen Knick da drin hatte, aber okay. So, der sieht schon gefährlich aus. Ja, ich glaube das. Oder so. Ja, ja, ich glaube hier der Sechser, der passt ganz gut, oder? What about his ears? Ja. So, nur noch die Ohren. What about his hair? So, und natürlich das Allerwichtigste, die Frisur. Ah, hier so die Steckdosenfrisur. So, Bart. Ja, das, ich glaube, hier konnte man die Bartfarbe auch nicht ändern, wenn ich mich recht erinnere, sondern nur die Haarfarbe, wenn ich das noch richtig in Erinnerung hatte. Habe. Das hat mich immer so ein bisschen gestört. Nehmen wir mal hier den 3-Tage-Bart. So, Haarfarbe gibt es natürlich nur eine. Das gute Rot. Ich glaube, also im Spiel hat der immer schwarze Augenbrauen. Is this the guy? Ja, und Bart. So, das sind wir. Oder? Describe his hair and facial hair. Ich mal kurz. If he had any. Ich weiß nicht, diese Steckdosenfrisur passt irgendwie nicht so. Is this the perp? Ja, okay, komm, nimm mal hier das Gegelte und gut ist. Denke ich mal, oder? Ja. Ich glaube, okay, das passt. Let's see if we can match a voice. So, die Stimme. Come on, man, let's bounce. 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 Okay, wir brauchen die nervigste Stimme von allen. Come on, man, let's bounce. Come on, man, let's bounce. Ja. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Let's bounce. Nehmen wir Klingcard. Das ist die nervigste Stimme von allen, weil wir müssen so klingen, wenn wir gegen jemanden gewinnen, muss sich dieser jemand, der gegen uns verloren hat, wie der letzte Idiot fühlen.
So, wir haben jetzt den guten D-Mob, haben wir zur Flucht geworfen. Oh snap, D-Mob, yo, we thought you thought was... Thought I was what? Arrested? Who this? This is the guy who was helping me get home while you two clowns were sitting around playing video games. Hey, at least we're still around. Who knows what people are thinking after that shit you pulled, man? Okay, look, look. We got to count up our soldiers and put them on the streets now. So, is this guy in or out? He's in. Remember, man, we don't know shit about this guy. No offense. Yeah, look like a straight. How we know he cool? 'Cause I say so. Well, if he stays, he's got to be able to carry his own weight. Can you fight? I can take care of myself. We gonna see about that. Ja, die Stimme ist perfekt. So eine super hohe Stimme. So, können wir uns hier den Kampfstil aussuchen? Das hat Auswirkungen darauf, wie wir unsere Gegner K.O. hauen können. Muss man erstmal kurz anschauen. Also den Kickboxer, da werde ich nicht nehmen. Da war es durch Kombos. Das war es bei Martial Arts. Ah, durch, Sprungangriffe. Ja, Wrestling ist eigentlich mal eine gute Wahl. Da können wir den Gegner durch den stärkere Griffattacken außer Gefecht setzen. Das ist eigentlich mal so als erster Kampfstil die beste Methode zum Einsteigen. Ja, Submissions. Das ist eher sowas für später. Also wir können tatsächlich, ich glaube, bis zu 3 Kampfstile später kombinieren. Ich glaube, ich werde mal Wrestling anfangen. Das ist mal ein ganz guter Einstieg. So, und jetzt kriegen wir, glaube ich, noch unseren Tutorial-Fight. Wir können ja nicht einfach so auf die Straße losgelassen werden. Ja. Well, all right, then. Gegen Haus. Punch Kick mit L1. Stärkere Angriffe. Mit der X-Taste ist der Griff. Und damit können wir dann die Moves durchführen. Okay. Ja, also wer die N64 Wrestling-Spiele kennt, das tue ich zufällig. Für den ist das kein Problem. Hab jetzt auch nicht erwartet, dass das irgendwie ein super schwieriger Einstieg wird. God damn. That's how you do it. Oh, das ist Blocken. Kontersystem ist hier nämlich auch recht ähnlich. Da kann man, muss man wieder die eine der Schultertasten drücken. Was war das hier? Ich glaube, bei den Grifftasten war das, glaube ich, die Schlagtaste. So. Mit den Special Moves ist das hier genauso. Wenn die Anzeige da voll ist, bewegt man den rechten Analogstick und dann im Griff nochmal und dann kann man einen Special Move machen. Die sind so beschissen over the top. Das ist herrlich einfach nur. Können später auch noch andere auswählen. Für den Anfang müssen, werden wir diesen Move, glaube ich, ziemlich häufig sehen, aber der hat es auch schon in sich. Fantastisch. Ja, das hat auch gut geklappt. Natürlich besonders gut, wenn der Gegner sich nicht wehrt. So, was natürlich wichtig ist bei diesen Spielen, ne, wir, das kam Mitte der 2000er raus, ist natürlich das Aufpimpen. Diesmal nicht unserer Karre, sondern unserer Klamotten, und das gibt's hier zuhauf. Not bad. Looks like you've seen a few scraps in your time. Whatever, whatever, man. Sparring ain't shit. Oh, ich hab's mal so eine richtige, richtige Nase mit so einem schönen Knick gewählt. Go buy yourself some new gear. If you're gonna run with this crew, you better look the part. Think you can handle that? Hey, listen. The cops are looking for you, so you can't go back to your pad. It ain't much, but it's yours for as long as you need it. It's got potential. Ja, die Stimme ist großartig. Ja, also wir haben ein bisschen Kohle gekriegt, wir haben eine Unterkunft und ja, wir sollen uns ein bisschen einkleiden, denn wenn wir zu dieser Crew gehören wollen, dann müssen wir auch so aussehen. So, das ist Henry Rollins, den kennen einige von euch vielleicht noch aus dem Jackass-Film, aus dem allerersten. Der ist quasi unser persönlicher Trainer, bei dem wir unsere Moves auswählen können. Hey man, it's Blaze. I just talked to D and here's the deal. He wants you to hit the clubs and start putting in work. We'll give you a call when we got something for you. Peace. Ja,
Und bei dem können wir uns halt auch unsere Eigenschaften verbessern. Und diese Voicemail sagte uns gerade, ja, wir können jetzt durch New York in die Clubs ziehen und uns dort einen Namen machen. So, dann wollen wir mal auf die Karte. Gehen wir zuerst in den Shop District und mal hier zur Stapleton Athletics. Da können wir uns ein wenig mehr stählern. Hey, how's it going? Ja. Unser guter Freund Henry Rollins hilft uns dabei. Time to go to work. So. Wir haben 75 Punkte, die wir noch verbessern können, also die wir investieren können, um uns zu verbessern. Im Moment sind wir natürlich noch ziemlich schlapp auf den Füßen. So. Good work. Check these moves out. Okay, ja, für die Moves brauchen wir auch noch Punkte. Da haben wir momentan keine. So, dann können wir hier mal zum Friseur gehen. Werden wir noch häufiger machen, keine Bange. The barbershop, my home away from home. My home away from home. A good shave and a cut will get you back on your feet. So, der kann uns jeden möglichen Scheiß da reinrasieren. Wir werden im Laufe des Spiels auch noch mehr Bärte und Frisuren freischalten. Best cuts in this community. Ich glaube, so einen langen Bart, wie ich ihn im Moment habe, gibt es im Spiel nicht. Weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Aber ziemlich lustige Frisuren gibt es da, wie diese Ölfrisur. Ey, $50. $30 für eine einfache Rasur, wenn wir eine Glatze haben wollen. Nee, und vom Tattoo-Shop bleibe ich fern. Das wird es hier nicht geben. Ich bin kein Fan von sowas. Auch nicht den Videospiel. So, aber ein paar neue Klamotten sollten wir uns mal zulegen. So. Motorradjacke. Yo, I sell a bunch of these. Sind auch viele bekannte Marken wie Echo, Fila, Nike und so. Und auch hier das Jordan Brand sind da auch mit dabei. Yo, this schönes, is one of my best sellers. Schönes Basketball-Shirt. Warum eigentlich nicht? Aber schauen wir uns doch nochmal ein bisschen um. Oder hier so ein schönes Kung-Fu-Hemd. Also ein weißes Nerd-Shirt. Oder Holzfäller-Shirt. Also da kann man echt Stunden verbringen und ich glaube, das wird so der Fall auch sein. Auch wenn wir diese Klamotten nur anhaben werden, um uns verprügeln zu lassen. So, ja, schönes, einfaches Tanktop. Nee, unsere Schultern sind zu dünn dafür. Mal hier so ein, Big Dog Style right there. Ja, Big Dog Style. Einmal so ein altes Fila-Shirt. Schön in weiß. Und kann man sogar noch einstellen, ob wir das in die Hose stecken wollen oder nicht. Naja, nehmen wir einfach mal die lange Variante. Für $25. Ja, und naja, ich bin hier eher so der Cargo-Hosen-Freund. Warum? Also nehmen wir dann Yo, auch mal so tight eine. On. Ein Grau oder ein Navy-Blau. Kann man auch schöne Hochwasserhosen tragen. Aber das lassen wir mal schön. Yo, you need a bag for that? Nee, Tasche brauche ich nicht, aber ein paar neue Schuhe. Oh, Yo, everybody's got their diese own style. Schönen Converse All-Star nachmachen, nachgemachten Yo, that's a Sneaker, nice die nehmen wir right auch mal mit. So. Irgendwie ein Kopftuch oder Durag oder so sonst was. Not bad, I ain't mad at that. Damit wir auch ja von den Cops nicht erkannt werden. Yo, that's a good look for you, my man. This the one you want? Ah, alles mal anprobieren. Weil der wirft uns auch glücklicherweise nicht raus, wenn wir alle Sachen mal anprobieren und dann hey, abhauen, ohne was zu kaufen, look. Was wir ja nicht tun. Also, schöne Camouflage, Cappy. Also ein Capone-Hut. Passt super zu unseren schlabbrigen Sportshirts. That shit is styling. Yeah, in österreichischen Landesfarben vor allem.
Ich glaube, ich lasse das mal irgendwie getapte Finger. Für satte 3 Dollar. Ja, noch in Rot. Nee, irgendwie nicht. Weiß ist okay. So, irgendeine Brille noch, am besten noch eine Pilotensonnenbrille. Yo, that's a fresh look. Ah, nee, die sind ja alle durchsichtig. Nee, dann, dann lassen wir das mal. So, gehen wir erstmal so auf Tour. Wird mal Zeit hier, dass wir endlich mal ein bisschen aufräumen. Die erste Folge fast damit nur verballert, das Intro anzugucken und durch das Tutorial uns zu prügeln und uns noch schlimmer aussehen zu lassen, als wir schon aussehen. Aber unser bestes Feature ist eindeutig unsere Stimme. So, und unser erster Kampf gegen Trick. Sieht gefährlich aus. Mal sehen, ob er uns auch gefährlich wird. Next up, we got some fresh meat for all you animals out there. Ja. Der Neuling ist in der Stadt. Ein neuer Sheriff. Das Weißbrot und das... You can't stack up to me. I'm gonna break you in two, homeboy. Ja. It's looking serious out here tonight. Aber es reicht doch eine Hälfte von mir aus, um dich platt zu machen, Kollege. Oder auch nicht. So. Und selbst die von euch, die sich mehr mit Popmusik als mit Hip-Hop-Musik auskennen, denen wird das Sample, was da jetzt im Hintergrund läuft, sicherlich bekannt vorkommen. Das Originallied davon, also nicht mit dieser Popschlampe mit dabei, sondern das nur von Redman, das ist auch einer der Soundtracks im Spiel. Wie gesagt, die in den Menüs, die Tracks, die werde ich auslassen. Einfach um Copyright Strikes aus dem Weg zu gehen. So, und den ersten Kampf haben wir ziemlich schnell gewonnen, denn man gewinnt, wenn man den Gegner hier in diesem roten Bereich hat, wenn da Danger steht. Und wenn man dann einen Special Move oder einen starken Griff ausführt, haut man den Gegner damit aus den Socken. Keine Pins, keine sonst was. Also Submission gibt's auch. Das funktioniert dann ein bisschen anders, nur dafür haben wir den Kampfstil nicht. Wir haben ja Wrestling ausgewählt. Und das heißt, wir können die Gegner mit starken Griffen ausnocken, wenn sie im roten Bereich sind.